Renntag in Mariendorf und was für einer. Gleich im zweiten Rennen steht mit dem ersten Lauf des Mariendorfer Kriteriums ein absoluter Leckerbissen auf dem Programm. Topfavorit hier ist der von Lokalmatador Michael Nimczek gelenkte Cash Hanover. Cash Hanover ist auch in sehr guter Form. Die letzten Rennen, die er bestritten hat, waren alle ausnahmslos sehr gut. Und er kommt in seine alte Heimat hier heute zurück. Und ich hoffe, dass er wieder eine Topleistung abruft und dann ist er imstande, das Rennen zu gewinnen. Und der fünfjährige Hengst spielt seine ganze Klasse aus. Im Schlussbogen kann lediglich noch Celestial Light TK mithalten. Doch dann lässt Goldhelm Michael Nimczek seinem Star freie Hand und der zeigt, was er kann. Cash Hanover ist vorn und löst sich auf den letzten Meter. Was denn das für eine Demonstration heute? Cash Hanover, hoch überlegen. Wahnsinnsleistung. Michael Nimczek sitzt ganz ruhig im Sulki und lächelt vor Celestial Light TK. Dritter wird Dreambaker. In der Sensationszeit von 1 Minute 11 siegt Cash Hanover auf seiner alten Heimbahn überlegen. Besitzerin Karin Walter-Mommert freut sich besonders über die Art und Weise, wie ihr Pferd hier aufgetreten ist. Wir hatten so ein bisschen die Befürchtung, dass er so ein paar Starts, die recht heftig für ihn waren als junges Pferd, wo er aber auch überlegen gewonnen hat, dass die Spuren hinterlassen hatten und er in Berlin manchmal doch nicht alle Karten aufgedeckt hat. Aber offensichtlich ist seine Psyche jetzt so gut und so stark geworden, dass er auch wieder in Berlin starten kann, was uns natürlich auch angesichts der Derbywoche sehr, sehr freut, denn wir möchten ihn in der Derbywoche auch gerne dem Publikum präsentieren. Zunächst aber bekommt das Berliner Publikum mit dem zweiten Lauf des Mariendorfer Kriteriums das nächste hochkarätig besetzte Rennen präsentiert. Gleich mehrere Pferde kommen hier für den Sieg in Frage. Allen voran die vierjährige Stute Goldie Stardust mit der Startnummer 8, die hier ihren 10. Sieg in Folge anpeilt. Doch die Konkurrenz kennt die Qualitäten der Stute, hält das Tempo von Anfang an hoch. Schafft Prince of Persia in der Hand von Michael Larsen den Startzielsieg oder fängt Goldie Stardust mit ihrem unwiderstehlichen Endspeed den Wallach noch ab? Außen kommt Goldie Stardust dazu, Prince of Persia vor Goldie Stardust, Prince of Persia, ein weiterer Mommert-Sieger wahrscheinlich. Goldie Stardust kommt, Michael Larsen zieht jetzt noch sogar die Watte, aber er schafft es und gewinnt gegenüber Goldie Stardust. Das absolute Highlight des Renntages ist aber der Auftakt zum Super Trot Cup. Gleich 13 Pferde wollen hier den Sieg oder zumindest die Qualifikation zum Super Trot Cup Finale am 6. August. Die besten Aussichten hat Victorious Star in der Hand von Topfahrer Jos Verbeek. Doch der hadert mit seiner Startposition. Und mit der schlechten Nummer ist das nicht so einfach. Das Pferd ist in guter Form, nur Nummer 12 ist nicht so einfach. Doch dann kommt alles ganz anders. Direkt nach dem Start galoppiert Victorious Star und wird disqualifiziert. Der Weg ist frei für einen Überraschungssieger. Ganz außen kommen noch einmal Rapido OK, auch Popeye Diamant versucht noch einmal zu kommen. In der Distanz, in der Mitte, Ginger Heldia in der Mitte und jetzt zieht vorbei an allen, der Goldhelm, Ginger Heldia im Kampf jetzt, Ginger Heldia, Michael Nimczek gewinnt es, Kampf um das zweite Geld, Sensation, Iron Steel wird zweiter, dritter, Easy Joe. Für Michael Nimczek ein perfekter Renntag. Der Rennverlauf war perfekt und hat alles gepasst. Ich kam im Einlauf auf freie Bahn und dann hat er seinen ganzen Speed gezeigt. Richtig, Speed zeigen die Traber in Mariendorf auch weiterhin. Ganz dick anstreichen sollten sich Traber-Fans, aber die Derbywoche vom 28. Juli bis zum 6. August. Natürlich auch wieder bei Hauptstadtsport TV.